lese weiter. Montagne. Wie die Sinne unseren Verstand betrügen, so werden sie auch selbst betrogen. Manchmal zahlt unsere Seele den Betrug, den sie erfährt, mit gleicher Münze heim. Sie belügen und betrügen sich gegenseitig um die Wette. Was wir im Zorn sehen und hören, das nehmen wir nicht auf, wie es ist. Eine Doppelsonne, eine Doppelstadt zeigt sich uns. Was wir lieben, erscheint uns schöner, als es ist. Und was uns ärgert, hässlicher. Einen bekümmerten Menschen scheint der helle Tag verdunkelt und verschleiert. Durch Seelenstimmungen werden unsere Sinneswahrnehmungen nicht nur gefärbt, sondern oft geradezu gelähmt. Vieles, was wir sehen, fassen wir nicht auf, wenn unser Geist abgelenkt ist. Es ist, als ob die Seele die Kraft der Sinne auslauge und mit ihnen spiele. So ist der Mensch von innen und von außen der Unzulänglichkeit und der Täuschung ausgeliefert. Was können wir über das wahre Wesen der Dinge aussagen? Da Krankheitszustände, geistige Befangenheit und Schlaf die Wirklichkeit uns anders zeigen, da Krankheitszustände, geistige Befangenheit und Schlaf die Wirklichkeit uns anders zeigen, als sie gesunden ruhig denkenden und wachen Menschen erscheint, ist es da nicht außerdem wahrscheinlich, dass schon unser Normalzustand, unsere natürliche Stimmung etwas in sich hat, was die Dinge irgendwie bestimmt und ummodelt, wie die aufgeregten Stimmungen das tun, dass unsere Gesundheit ebenso fähig ist, ihnen ein Gepräge zu geben wie unsere Krankheit? Warum soll der Gefasste nicht ebenso den Objekten ihre Form aufzwingen wie der Unbeherrschte? Muss er nicht ebenso seinen Charakter in sie hineinlegen? Den Verwöhnten schmeckt der Wein fade, dem Gesunden kräftig, dem Verdursteten herrlich. Jeder übertreibt in seiner Richtung. Unser innerer Zustand gleicht sich also die Dinge an und ändert sie, wie er sie sieht. Daher wissen wir nicht mehr, wie die Dinge in Wahrheit sind. Denn was an uns herankommt, ist durch unsere Sinne immer gefälscht und geändert. Wo Zirkel, Winkelmaß und Lineal untauglich sind, muss alles, was mit ihrer Hilfe gebaut wird, notwendigerweise schief und baufällig werden. Die Unsicherheit, die unseren Sinnen anhaftet, macht alles, was sich aus den Sinneswahrnehmungen ergibt, unsicher. Da die Sinne selbst den Streit darüber, was uns durch die Sinneswahrnehmungen vermittelt wird, nicht entscheiden können, da sie selbst voll von Unzulänglichkeiten sind, muss das Denken diese Entscheidung treffen. Man kann aber keine Begründung aufstellen, für die sich nicht wieder andere Gründe finden lassen. So gehen wir immer rückwärts und erreichen nie ein Ende.
Das Ergebnis ist dies. Es gibt keine irgendwie feststehende Existenz dessen, was wir als unser Wesen, noch dessen, was wir als Außenwelt bezeichnen. Wir selbst, unser Urteil und alles, was sterblich ist, zerfließt immer wieder und rollt unaufhörlich dahin. Da sowohl der urteilende Mensch als die beurteilte Außenwelt ewig unsicher und veränderlich sind, kann über beide nichts Sicheres ausgesagt werden. Nichts ist greifbar, weil alles vergeht. Wir haben schon so viel Vergehendes erlebt und erleben es immer wieder, dass es recht unklug ist, wenn wir eine bestimmte Art des Vergehens, den Tod, fürchten. Das Mannesalter stirbt und vergeht, wenn das Greisenalter heraufkommt. Die Jugend findet ihr Ende im vollen Mannesalter, die Kindheit in der Jugend, die Säuglingszeit stirbt in das Kindesalter hinüber, das Gestern stirbt in das Heute, das Heute in das Morgen hinein. Das Heute ist immer da. So Mensch gut häutet, ist das Heute schön. Also, schön wandeln, Schlange, welche ja sehr häutet, ist ja ein Symbol vom Wandeln. Nichts beharrt, nichts ist immer gleich. Als Abschluss dieser langen und langweiligen Überlegung, die ich endlos fortsetzen könnte, will ich noch das Zeugnis eines anderen religiösen Helden hier anschließen. Was für ein jämmerliches und niedriges Ding ist doch der Mensch, wenn er sich nicht über sein Menschsein erhebt. Das ist ein geistreicher Ausspruch und ein verständlicher, aber zugleich sinnloser Wunsch. Denn es ist unmöglich und wieder natürlich, mit Hand und Arm mehr greifen zu wollen, als Hand und Arm fassen können. Und die Schritte größer zu machen, als unsere Beine es zulassen. Ebenso wenig kann der Mensch über sich und sein Menschsein hinaus. Denn er kann nun einmal nur mit seinen Augen sehen und mit seinem Fassungsvermögen begreifen. Und doch ist es ihm gegeben, sich über diese Beschränkungen zu erheben. Aber nur, wenn Gott ihm zu diesem Sprung über die menschliche Ordnung die Hand reicht. Die Erhebung ist ihm möglich, wenn er unter vollständigem Verzicht auf den Glauben an seine menschlichen Fähigkeiten durch rein himmlische Kräfte sich erhöhen und emportragen lässt. Unserem christlichen Glauben, nicht dem stoischistischen Tugendideal, kommt es zu, uns den Weg zu dem Wunder dieser göttlichen Wandlung zu weisen. Nun ja, sehr christlich, nun ja, christlich, so das Christliche dem Jesus-Wissen natürlich ähnlich ist, vom Jesus-Wissen stammt, ist das Jesus-Wissen eben das Einsehen, dass das Wort Schöpferkraft ist. Und dann wissentlich solch Schöpferkraft einsenden. Jo. Tschüss.